Hi, mein Name ist Pranay und ich freue mich, dass ihr bei diesem Diablo-Tutorial heute wieder dabei seid. In diesem Video erkläre ich den sogenannten Umbrella oder auf Deutsch Regenschirm und der sieht folgendermaßen aus. Genau. Und zwar, was ihr dafür schon können solltet, ist das Diablo anzudrehen. Vielleicht ja sogar schon das Andrehen im Kreis, denn das ist die beste Methode und dreht die Diablos oder das Diablo am allerschnellsten an. Ja? Also, ihr dreht das Diablo an. Es kann auch mit einer anderen Methode sein, zum Beispiel so, wenn ihr das Andrehen im Kreis noch nicht könnt. Aber ich empfehle euch, das zu lernen. Schaut doch da bei einem anderen Diablo-Tutorial von mir vorbei. Also, der erste Schritt ist, das Diablo so einmal hier rum zu schwingen. Und dann als nächstes wieder zurück auf die andere Seite. Das heißt, wenn ihr es einmal auf die rechte Seite geschwungen habt, dann ist die Schnur praktisch doppelt über Kreuz. Vielleicht könnt ihr das ja sehen. Und wenn ihr es dann wieder zurück daraus schwingt, dann ist das Diablo wieder frei. Also, ihr dreht das Diablo an, auf eine Art und Weise, wie ihr wollt. Ihr könnt das Diablo auch so andrehen, mit einer Schlaufe. Ihr müsst noch nicht unbedingt das Andrehen im Kreis können, aber ich empfehle euch, das zu lernen. Das erkläre ich in einem anderen Video von mir. Also, ihr schwingt das Diablo auf die Seite und wieder zurück auf die andere Seite. Das ist quasi schon der Regenschirm oder Umbrella. Allerdings muss das natürlich viel schneller gehen. Und zwar schwingt ihr das Diablo rüber nach rechts und zieht es dann sofort wieder zurück. Aber ihr könnt das nicht einfach so wieder irgendwie runterziehen, denn das Diablo muss ja oben bleiben, so wie der Regenschirm halt über euch. Und dafür geht ihr mit den Stäben nach oben. Und diese Bewegung macht ihr dann auf beiden Seiten. Diablo andrehen. Die rechte Seite schwingen und die Stäbe über dem Diablo und wieder hoch und wieder hoch und wieder hoch. Und jetzt macht ihr das immer schneller und schon habt ihr den Regenschirm. Damit der Regenschirm allerdings schön schnell ist und das Diablo auch oben bleibt, müsst ihr ein bisschen das Handgelenk bewegen und damit zurückziehen mit dem Handgelenk. Ein bisschen schneller. Und das macht ihr dann auf beiden Seiten. Um den Regenschirm wirklich schön zu machen, ist es gut, sich langsam zu steigern. Also erstmal den Regenschirm etwas langsamer zu machen und dann immer schneller werden. So bekommt ihr dann langsam das Gefühl, wie der Trick funktioniert. Ja, probiert es doch einfach mal aus. Das Wichtigste ist, das Gefühl dafür zu entwickeln, also es zu spüren. Ja, seid auch am Anfang, wenn ihr den Trick übt, erstmal ein bisschen vorsichtig, weil das Diablo kann auch mal aus der Schnur rausfliegen und das kann natürlich ab und zu mal gefährlich sein. Also langsam anfangen und dann immer schneller werden. Und wenn ihr merkt, das Diablo hört sich auf zu drehen, dann solltet ihr aus dem Trick rausgehen. Ja. Das war's auch schon für heute und ich hoffe, ihr habt ganz viel Spaß beim Üben und wir sehen uns im nächsten Video wieder.